Einen wunderschönen guten Tag auf meinem Kanal. Ja, heute ist der dritte Advent. Ja, in einer Woche ist Weihnachten. die Zeit verging jetzt so schnell. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ging das so. Genau. Ja, heute soll wieder ein neues Video von unserem Mami Xmas Special kommen. Und heute geht's um Weihnachtsgeschenke für die Zwerge. Ja. Ganz vorneweg, schaut definitiv auch bei den anderen Mamas vorbei. Ich denke, das kann sehr interessant werden, weil wir eigentlich alle so Kinder in verschiedenen Altersklassen haben. Also wird man bei uns allen Vieren auch, denke ich, für jede Altersklasse vielleicht den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Inspiration oder Idee finden. Genau. So, und jetzt kommen wir aber gleich zum Thema, damit ich hier gar nicht lange rumrede, weil neben mir steht hier alles voll. ja. Ich sag's gleich, weil ich weiß, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu Geschenken, zu Weihnachten für ein 6 Monate altes Baby. Einige sagen, na, total sinnlos, kriegt doch eh noch nichts mit, muss ich nicht, meins kriegt nichts. So, ist vollkommen in Ordnung, wer das so denkt. Für mich geht das nicht, also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Arti ist bei uns wie jeder andere auch ein ganz normales Familienmitglied und ich beschenke jeden anderen auch zu Weihnachten, also warum nicht mein Kind? Wir haben natürlich darauf geachtet, dass er jetzt nicht tausende Spielzeuge bekommt und jeglichen kleinen Scheiß irgendwie, Entschuldigung, wenn ich so sage. Aber ja, wir haben uns da tatsächlich auch viele Sachen rausgesucht, die wir... ja, die wir einfach brauchen für ihn, die er in die nächste Zeit brauchen wird. Und genau. Wir haben es auch nicht so gemacht, dass jetzt die ganze Verwandtschaft jeder einfach irgendwas kaufen konnte, sondern wir haben eine Liste angefertigt, mein Mann und ich, was wir benötigen. Und haben uns dann halt mit den ganzen Omas und Uromas zusammengesetzt und haben dann besprochen, wer was übernimmt. Und ja, wir haben das jetzt alles besorgt, die geben uns dann das Geld und ja, dann... machen wir das alles so, ne? Genau, also im Endeffekt, ja, es sind hauptsächlich nützliche Dinge dabei, auch ein paar Sachen zum Spielen natürlich. Und ja, bei uns in meiner Familie war es eigentlich immer so, Weihnachten konnte man sich dann mal Dinge wünschen, die ja, einfach größer sind, die einfach vielleicht auch mehr kosten, die einfach halt zwischendurch nicht so gehen und die man halt nicht einfach mal so vom Taschengeld kaufen kann oder... ja, die für zwischendurch einfach zu groß sind. Deshalb Weihnachten und Geburtstag, das war immer das, wo man einfach auch mal große Wünsche haben konnte. Und die dann meistens auch erfüllt wurden. Und genauso werde ich es auch bei meinem Kind handhaben. Ja, und ich freue mich auf das erste Weihnachten mit Arti und ich bin gespannt, was er sagt. Und jetzt legen wir mit dem Video los. So, erstmal mit den nützlichen Sachen sozusagen. Von meinen Schwiegereltern und einer Uroma. Die zusammen haben gesagt, die übernehmen den neuen Kindersitz für das Kind. Das kriegen wir natürlich alle zusammen, weil ihr wisst selbst, Kindersitze kosten eine Menge Geld. Und wir haben uns... Oh Gott, ist das Ding schwer. Nun für dieses Exemplar hier entschieden. Ich blende euch gleich auch nochmal im Detail ein bisschen ein. Das ist von Cybex der Palace M. Ohne Isofix, weil wir haben in unseren Autos einfach kein Isofix. Deshalb haben wir uns für den ohne Isofix entschieden. Und ja, also ich hatte mich ja da informiert. Ich hatte auch gesehen, dass der halt 2017 Testsieger war. Und dann hatte ich auch bei Instagram euch nochmal gefragt, welche Erfahrungen ihr mit dem gemacht habt. Und da habe ich ganz, ganz tolle hier Rückantworten bekommen. Das hatte ich auch in meinem Tipps der Community-Video schon mal erwähnt. Und ja, also den gibt es definitiv für Arti, Mama und Papa alle zusammen. Von der Oma, dem Opa und der Uroma. Genau. Mit etwas zu spielen, das kriegt er von uns. Und zwar, wir waren jetzt am zweiten Adventssonntag bei meiner Schwester, bei meinem Neffen und die Jungs haben so schön miteinander gespielt. Und irgendwann hat mein Neffe eine Lok rausgeholt und Arti hat so toll damit gespielt und ich dachte so, die müssen wir für ihn haben. Also der fand die so toll. Ja, und jetzt haben wir die halt besorgt.
Ja, weil mein Neffe, der spielt selbst einfach noch damit. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir nehmen die selbst. Wir kaufen die selbst. Und zwar ist es diese Lok. Ja, die ist ab 6 Monaten, steht auch hier unten drauf. Und das Coole ist halt, wenn man hier vorn auf dieses grüne Ding drauf drückt, wartet. Jetzt fährt das los. Genau. Und dann fährt die halt los und Arti wollte die ganze Zeit hinterher, wo das Ding durch die Wohnung gefahren ist bei meiner Schwester und hat immer wieder versucht, so hinterher zu krabbeln. Und ja, also er war total begeistert und man kann die halt auch wirklich lange nutzen. Die ist halt bis 36 Monate, hat 3 Stufen. Die erste ist halt zu so entdecken, dass man irgendwelche Formknöpfe drückt und so. Da sagt Herz ist ein gelbes Herz, was halt hier drauf ist und so. Dann buchstabiert das auch. Dann zählt das auch und ach, alles Mögliche. Also ja, ist wirklich ein ganz cooles Ding. Ist von Fisher-Price. Und ja, hier ist halt auch noch dieser Anhänger dran, diese Figuren. Wir haben schon gesagt, den Frosch werden wir wahrscheinlich erstmal beiseite legen. Der kommt mir noch sehr klein vor, aber die sind groß genug für ihn. Ist okay. Aber ja, also die Lok musste sein und die bekommt er von Mama und Papa. Genau. So, weiter geht's. Das ist für Onkel Robbe. Das ist für die Mama. Ich muss erstmal umbauen. So, dann kommen wir dazu, was meine Oma und ihr Lebensgefährte schenken. Und zwar haben die sich dafür entschieden, den nächstgrößeren Aufsatz für den Stocke. Wir haben ja im Moment noch den Newborn-Aufsatz. Aber so langsam setzt sich ja Arti auch alleine hin. Und also ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis er auch selbstständig wirklich sitzt. Und ja, da haben wir halt gesagt, den brauchen wir jetzt eh demnächst. Und das kriegen wir dann auch jetzt. Und zwar, ich zeige euch das mal. Es ist zum einen dieser Stühlchenaufsatz. Wir haben den in weiß, also hier steht auch white drauf. Auf dem Bild ist er jetzt bloß in grau. Ist halt dieses Plastikding, was man hier so dran macht. Das dazu gibt es dann natürlich ein Sitzkissen. Wir haben uns jetzt für ein graues mit so Sternchen entschieden. So rum. Genau, das ist einfach das Sitzkissen, sieht man hier hinten drauf. Das ist einfach auch ein bisschen bequem ist. Das ist nicht nur dieses Plastikding und so ein Holzrücken da ist. Das und natürlich haben wir dann noch den Tisch dazu. Ja, haben wir auch uns für den weißen entschieden. Mittlerweile gibt es ja den auch in Grau und so. Aber wir haben den weißen Stuhl. Bei uns sind alle Möbel weiß. Ich dachte, ja, da passt es einfach auch am besten in die Wohnung. Und genau, da gab es noch das. Für alle, die sich mit Stock ein bisschen auskennen, die werden wissen, es gibt auch noch einen Anschnallgurt. Wir haben dahingehend überlegt, ob wir den auch noch besorgen. Aber bisher, wir haben uns jetzt erstmal dagegen entschieden. Warum? Es ist einfach so, Arti ist jetzt noch nicht so mobil, dass er jetzt aus dem Stühlchen rausklettern würde. Und zweitens, ich lasse ihn ja auch nicht allein in dem Stühlchen sitzen. Sollte es wirklich irgendwann kommen, dass wir sagen, okay, es wird jetzt doch, er versucht dort rauszukommen und man geht vielleicht doch mal 3 Schritte weg, dann kann man den immer noch nachkaufen. Aber ja, wir wollten das jetzt erstmal ohne probieren, weil ja, allein der Gurt kostet auch nochmal 40 € und das ist echt schon halt eine Hausnummer. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, verzichten jetzt erstmal darauf und gucken einfach, wie sich das jetzt macht. Genau. So, das zum Thema Stocke. Dann geht's weiter mit Onkel Robbe. Onkel Robbe, ja, möchte dem Kind einfach auch was Kleines schenken und so. Und ich hatte das jetzt gesehen. Bei Tchibo gab es das noch und das war runtergesetzt auf nur noch 9 €. Und da dachte ich, nehme ich das mit. Und Onkel Robbe wusste noch nicht, was er schenken soll. Und da habe ich gesagt, pass auf, nimm doch gleich das. Das reicht doch auch vollkommen zu. Ja, eine Sortierbox. Und zwar ist das halt so eine, man hat hier oben so normale Bauklötzer, runde, eckige, wie auch immer, wie das halt so immer normal ist. Und an der Seite sind aber noch so Aussparungen für Holzklötze, die als Tiere gemacht sind. Zum Beispiel so ein Zebra oder ein Löwe. Also, ich finde die ganz, ganz toll gemacht. Und ist eigentlich erst ab einem Jahr und das wird auch noch dauern, bis er damit wirklich was anfangen kann. Aber ich denke, auch mit den Holzklötzen spielen wird ihm definitiv schon Freude machen. Und ja, da gibt es diese Box von Onkel Robbe. So, dann eigentlich das Geschenk, was ich unbedingt für Arti haben wollte.
Und zwar, ich habe es bei Instagram ja schon erzählt gehabt, ich wollte gerne eine Tonybox für Arti. Einfach, ich finde das Prinzip der Tonybox so cool, definitiv. Ja, Kritiker können natürlich sagen, ja, kaufen CD-Player und ein paar CDs und fertig ist, das kommt aufs Gleiche. Sicherlich, aber einfach mit diesen Spielfiguren und hin und her, ne? Er ist natürlich jetzt erst 6 Monate, das weiß ich auch. Offiziell ist ja die Tonybox, glaube ich, ab 3 Jahren da empfohlen. Aber Arti ist im Moment in einer Phase, wo er extrem gern vorgelesen bekommt, etwas erzählt bekommt. Er hört dann immer ganz aufmerksam zu. Er hört gern Musik. Also bei uns läuft ganz viel Musik auch über, ich habe es im Moment halt meistens über mein Telefon, bei YouTube dann irgendwas laufen. Und ja, also er ist da total begeistert, sobald irgendwie Geräusche, Erzählungen, Musik da ist. Und da habe ich einfach gesagt, ich glaube, das wäre einfach was. Und man hat ja wirklich lange was davon. Nur weil wir sie jetzt kaufen, heißt es ja nicht, dass er sie mit 3 Jahren nicht mehr benutzen kann. So, und dann hatten wir halt geguckt. Und ja, mein Mann ist ja sowieso immer, ach, das, die Standard? Nö. Dann ist er irgendwie auf diese schwarze Tonybox gekommen und meinte, ich will die in schwarz. Ich so, Schatz, das war eine Limited Edition, die kriegst du nicht mehr. Die ist weg. Ich krieg die. Hat er komplett eBay abgesucht und so. Aber also einige Leute verkaufen die echt zum frechen Preis, muss ich mal ehrlich sagen. Also die wird ja zum Teil bis zu 300 Euro gehandelt und so, ne? Und ich glaube, neu war die 120 oder so. Ja. Also diese schwarze hier Special Edition mit den 3 unter meinem Bett Tonys dabei, ne? So, und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen auch nochmal ein bisschen geguckt und habe eine gefunden. Auch nicht für den originalen Preis, ein bisschen mehr haben wir jetzt bezahlt. Wir haben auch 3-mal überlegt, aber haben uns dann nun doch dafür entschieden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da ist das gute Stück. Ja, also die war auch original verschweißt. Wir haben jetzt nur die Folie schon abgemacht, weil wir mal reingucken wollten. Und ist Nummer 2916. Ist auch alles drin, alles super, hat super funktioniert mit dem Versand. Und ja, also deshalb gibt es von Mama und Papa eine schwarze Tonybox. Genau. So, passend dazu wird meine Schwester ihm auch noch einen Tony schenken. Die hat auch noch einen besorgt. Und ja, also da hat sie, aber da weiß ich gar nicht welchen, aber sie meinte, sie hat da was Schönes besorgt. Genau. Sie hat auch noch etwas, das kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, weil ich es nicht da habe, aber ich habe schon überlegt, darüber tatsächlich nach Weihnachten ein extra Video zu machen, weil sie hat Arti etwas selbst gemacht. Ein Spielbuch selbst gemacht. Und ich weiß, sie hat das schon mal für ihren Sohn gemacht vor ein paar Jahren. Und die sind so schön. Ich habe auch Artis schon gesehen und also das ist wirklich der Hammer. Ich glaube, ich werde euch das nochmal nach Weihnachten in einem extra Video vorstellen, weil das sind natürlich auch so Sachen, das kann man dann auch vielleicht auch mal zum Geburtstag oder irgendwas für das eigene Kind oder für einen Neffen, Nichte, wen auch immer machen. Und ja, das muss ich euch einfach zeigen, aber ich habe es jetzt nicht hier, von daher kommt das definitiv nach Weihnachten ein Video darüber. So, ja, dann kommen wir eigentlich schon, ich überlege gerade, was habe ich hier noch herumstehen. Nein, vorletztes, genau, eine Sache habe ich noch. Ich habe ja Rudi gehäkelt und Arti war natürlich total begeistert von Rudi. Und seid ihr das, Schatz? Mhm. Gut. Arti war natürlich total begeistert von Rudi und ja, ich habe aber keine Lust mehr, noch einen Rudi zu häkeln. Ich habe ja den Original-Rudi gehäkelt, dann hat mich jetzt noch ein Kumpel gefragt, ob ich für seinen Neffen auch noch einen häkeln kann. Da bin ich auch im Moment dran. Da habe ich mir gedacht, nein, zum dritten Mal Rudi häkeln, jetzt kommen gerade meine Männer, zum dritten Mal Rudi häkeln ist irgendwie ein bisschen doof. Deshalb habe ich mir jetzt was anderes rausgesucht und der ist noch nicht fertig, aber ich zeige euch jetzt trotzdem, bekommt Arti diesen jungen Herrn. Der bekommt natürlich noch Beine, Arme und Flügel. Ist auch wieder eine Spieluhr. Ja, wieder mit Beauty and the Beast. Und ja, genau, den bekommt Arti natürlich noch von uns. Ja. So, und dann kommen wir schon zum letzten. Und das ist so groß, das kriege ich gar nicht vor die Linse. Da muss ich euch jetzt mitnehmen. Ja, und das ist ja das letzte Geschenk sozusagen. Ein Bällebad. Die restlichen Bälle sind hier jetzt gerade noch in einem Sack drin. Wir haben gestern nur ein bisschen selbst damit rumgespielt. Deshalb sind hier ein paar Bälle. Ihr seht schon, wir haben uns für die Farben Grau, Blau und Weiß an Bällen entschieden und halt so einen hellgrauen Rand, so ein hellgraues Becken. Und die Bälle kamen auch in diesem hellgrauen Sack, also alles passend, dass man es auch aufräumen kann im Fall der Fälle. Genau, das bekommt Arti dann auch noch.
So, ja, das waren die ganzen Weihnachtsgeschenke. Ja, das, wie gesagt, ich habe es ja schon vor dem, bevor ich euch das jetzt alles gezeigt habe, gesagt. Ich weiß, es gibt da verschiedene Ansichten. Einige sagen, ja, am 6 Monate alten Kind muss man nichts schenken. Sicherlich kann man machen, wie man möchte. Bei uns gehört es einfach dazu. Bei uns wird jeder beschenkt, egal wie alt, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Das ist, bei uns gibt es einfach, ja, ist der Baum voller Geschenke unten drunter. Das war bei uns schon, seit ich eigentlich denken kann, so. Ja, gut, dann war es das jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Ja, nächste Woche Sonntag ist Heiligabend, ich weiß, aber da gibt es noch ein Weihnachtsfavoriten-Video. Und ja, zwischendurch kommen natürlich an den normalen Videotagen auch Videos. Gut, dann bis später, wir sehen uns. Ciao!